Und da sehen Sie einen jungen Mann, der ist also mit dem Geigenkasten runtergegangen, öffnet den Geigenkasten, was kommt raus? Eine Geige, und er fiedelt gar nicht schlecht. Und tatsächlich bleibt auch ein Mann kurz stehen und geht dann aber weiter. Insgesamt spielt er 45 Minuten und in diesen 45 Minuten halten drei Menschlein an, also sind drei Kinder, die einzigen, die wirklich anhielten, und die werden aber dann von ihren Müttern weggezogen. Die größte Redneragentur Europas. Und nach 45 Minuten ist er fertig und hat immerhin $30 verdient. Nicht schlecht für einen Straßenmusiker, aber er hat nur deswegen so viel verdient, weil eine Frau ihn erkannt hat und völlig verdutzt $20 reingeworfen hat und sich dachte, was ist aus dem Kerl geworden? Ich habe ihn doch gerade noch oder letztes Jahr gesehen in der Carnegie Hall. Der Mann war dieser hier, der junge Joshua Bell, einer der gefeiertsten Violinspieler unserer Zeit, der schon mit 17 die Carnegie Hall füllte, der mit dem Royal Symphony Orchestra spielte, der jeden Preis gewann, den man gewinnen kann, vom Echo bis Grammy über sogar einen Oscar für The Red Violin. Da hat er nämlich die Geige gespielt. Und naja, er hat gespielt und er hat das gleiche Konzert gespielt, was er eine Woche vorher in der Boston Symphony Hall gespielt hat. $100 Eintritt, ausverkauft, frenetischer Applaus, die Leute sind durchgedreht. Und er hat auch nicht irgendwas gespielt, sondern Chaconne von Johann Sebastian Bach. Und wenn Sie einen Musiker fragen, es ist das Maß aller Dinge für die Geige. Und er hat auch nicht mit irgendwas gefiedelt. Nein, diese Fiedel hier ist tatsächlich eine Stradivari im Wert von $5 Millionen, mit der hat er da auch gespielt. Und der Witz war eigentlich, dass man sich dachte, also es war von der Washington Post, dieses Experiment, und man dachte sich, wir können es eigentlich nicht machen, weil die Leute werden durchdrehen. Ja, wir müssen der Nationalgarde Bescheid geben, damit die mit Gummi geschossen und Knüppeln bereitsteht, wenn Tumulte ausbrechen. Und sie wollten es abbrechen, eine Nacht vorher, weil sie einfach zu große Angst hatten. Weil der Gedanke war, dass wirkliche Größe, wahre Größe für sich selbst spricht. Ist halt nicht so. Ja. Ist halt einfach nicht so. Und es bedeutet auch, dass Sie vielleicht sehr gut sind in dem, was Sie machen. Vielleicht sind Sie der Beste, die Beste aller Zeiten sogar. Aber kein Schwein bemerkt. Vielleicht hält man Sie sogar für eine Pfeife. Kann ja sein. Gemeinhin denken wir, dass es eine Connection gibt zwischen Erfolg und Kompetenz, also wenn ich gut bin in irgendwas, dann werde ich halt auch so wahrgenommen. Wenn ich erfolgreich bin und wenn ich erfolgreich bin, sehe ich kompetent aus und umgekehrt genauso, wenn ich kompetent bin, bin ich erfolgreich. So, das wird uns so beigebracht, dass es tatsächlich so ist. Unser ganzes Leben arbeiten wir auch an unserer tatsächlichen Kompetenz. Und wenn ich Sie jetzt frage, ist Ihr Arzt gut? Haben Sie einen guten Hausarzt? Haben Sie einen guten Zahnarzt? Dann sagen Sie vielleicht, ja, sonst wären Sie ja nicht da. Aber wenn ich dann weiter frage und wenn Sie wirklich weiter überlegen, warum ist der oder die eigentlich gut, dann fällt Ihnen vielleicht was ein wie, naja, die Praxis ist sauber oder sie erklärt immer alles sehr gut. Aber ganz ehrlich, hat das natürlich nichts mit echter Kompetenz zu tun. Und genauso, wenn Sie sagen, jemand ist schlecht, aber ist es denn wirklich so, dass Sie es wirklich beurteilen können, dass wirklich Inkompetenz zu Scheitern führt, ist es doch vielmehr so. Es wurde vorhin schon gesagt in der Ankündigung, ich habe meine kurze juristische Karriere begonnen bei Skadden Arps, das ist die größte Wall Street Kanzlei, und mein Job war, ich saß also vor meinem Rechner 16 Stunden am Tag mit Anzug und Krawatte, ich habe niemanden gesehen, ich hätte auch einen Jogginganzug anziehen können, ich saß dann den ganzen Tag eben vor meinem Computer und habe Share Purchase Agreements geschrieben, also Kaufverträge. Und die im Büro neben mir genauso und der im Büro neben mir genauso. Wir haben alle die gleiche Ausbildung gehabt, wir haben ungefähr das Gleiche gemacht, wir sahen ehrlich gesagt auch ziemlich gleich aus. Und trotzdem hätte es 8 bis 10 Jahre gedauert, bis die Herren, die meisten waren Herren in den oberen Etagen, sich gedacht hätten, ja, Nescher, der ist gut genug, um Partner zu werden. Dann verdienen sie erst richtig Geld in der Anwaltskanzlei. 8 bis 10 Jahre hätte das gedauert und trotzdem denken sich Mandanten, ach, wir müssen mal essen gehen zusammen, um die Kompetenz des Anwalts einzuschätzen. Lächerlich. Aber gut, was bleibt einem auch sonst übrig? Irgendwas muss man ja machen. Irgendwie muss man ja versuchen, die Kompetenz von anderen irgendwie zu beurteilen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, einen Klassiker, nämlich vor einigen Jahren hat AT&T McKinsey & Company gefragt. AT&T
der Gigant, Telekommunikationsgigant, früher gegründet von Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons, American Telegraph and Telecom Company, und hat sich gefragt, bis 1983, wie viele, also das war 1983, pardon, bis zum Jahr 2000, wie viele Handys wird es geben in den USA? 1983 kamen Handys gerade auf und man hat sich gefragt, wie wichtig wird dieser Handymarkt? Und man hat eben McKinsey, kennen Sie ja den Strategieberater, und siehe da, die Antwort, das muss man McKinsey lassen, war sehr konkret, nämlich sie lautete, das ist nur ein kleiner Trend, nicht mal eine Million. So, diese Antwort war falsch, das kann ich Ihnen gleich sagen. Aber was glauben Sie, was die Realität war? Ein Tipp? Irgendeine Ahnung? Also im Jahr 2000, das ist ein bisschen tricky, weil das ist ja schon lange her. Ja, es waren 80 tatsächlich. 80 Millionen war die Realität. Heute natürlich viel mehr, also es gibt fast 300 Millionen Einwohner, ungefähr 295 Handys heute. Damals eben so, ich habe übrigens mal gecheckt, in Deutschland tatsächlich haben mehr als 100% ein Handy, 130, und getoppt von Montenegro, komischerweise. Montenegro hat am meisten Handys, 190%. Ja.